So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von God of War. Ja, wir haben Medusas Gaze erhalten. Medusas, ja. Genau der Spaß hier. Babam! Crushed. Okay, das gibt sogar Bonus-XP. Merke ich gerade. Hier, Crushed. Plus 15. Oder steht das bei jedem Gegner immer, dass man einfach wie viel man gerade bekommt? Ich weiß es nicht. Was heißt Gaze auf Deutsch? Hallo. Was heißt Gaze auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Sicht, ne? Irgendwie Blick. Wie du das Blick? Der Male Gaze und so, ne? Muss ich doch erstmal überlegen, wo wir hier jetzt hingehen. Erstmal gönne ich mir, glaube ich, ein paar Leben. Jetzt kann ich sie gebrauchen, auf jeden Fall. Moment. Ah, ja, okay, dann speichere ich doch. Ich weiß nicht, ob ich die Leben jetzt bekomme. Ah. Okay. Sehr schön. Okay, ich glaube, damit müssen wir jetzt einfach die Tür aufballern, aber ich gehe mal erstmal ganz entspannt hier lang. Aber hier ist gar nichts. Einfach gar nichts? Oh! Oh no, ich bin wieder unten, ne? Oh no! Da unten will ich auf jeden Fall noch hin. Ich denke mal, da kommen wir dann gleich hin. Hoffentlich. Ladidadida, da da da, dann gehen wir halt nochmal lang, nochmal. Ach, das ist scheiße, muss ich nochmal hochklettern hier. Oh. I'm sorry, Leute. Es tut mir leid. Ich habe versagt. Einfach dumm von mir. Ist man so schneller wie bei Aiko? Ich weiß es nicht. Spring doch nicht so weit, du Keck, Alter. Was ist los mit dir, Kratos? Gott des Krieges, aber nicht Gott des Kletterns auf jeden Fall. Nee, Kratos. Spoiler ich hier das Ende des Spiels? Vielleicht. Ah, Hilfe. Kratos. Cooler Typ. Der Geist war. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen gerade? Was habe ich euch getan? Ah. Der Geist Spartas. Ja, warum er so heißt, auch das erfahren wir noch. Hängt mit der Vergangenheit zusammen. Ach, ich freue mich. Ich muss übrigens auch nochmal gucken. Sag mal, was ist das denn für ein Scheiß? Also warte mal, vielleicht kann ich einfach Kreis drücken und dann lässt er sich fallen. Das muss ich gleich mal testen. Warte! Okay, alles gut. Nicht aufregen. Nö, geht nicht. Alter. Nicht so gut gemacht, auf jeden Fall. So. Meine Fresse. Was wollte ich gerade sagen? Genau, Ghost of Sparta und Chain of Olympus sind ja die beiden PSP-Titel. Ich weiß immer noch nicht, welcher von denen jetzt zuerst kam. Aber auf jeden Fall erschien der erste von denen noch vor God of War 3. Da muss ich nochmal gucken, ob ich dann wirklich den zuerst spiele oder zuerst God of War 3. Die Sache ist die, dass es halt komplett ohne auch funktioniert und God of War 3 halt... God of War 2 hat einen Cliffhanger und da jetzt dann irgendwie noch ein anderes Spiel zwischen zu machen, ist vielleicht nicht so geil, tatsächlich. Nur mal gucken. Bomben. So, wir können ja jetzt einfach mal versuchen. Ich werde das jetzt einfach mal machen. Kann ich jetzt gar nicht mehr drehen, oder... Ich kann es nicht mehr drehen. Okay, sonst hätte ich mal versucht, da irgendwie hinzuballern. Vielleicht bringt das irgendwas. Ja, ich glaube, ich kann es nicht mehr drehen, ne? Gut. Dann nicht. Dann halt nicht. Ist okay. Ah, ich wette da... Warte mal, ich gehe trotzdem erstmal hier hoch. Ist wieder so ein geheimer Ausgang hier. Mach euch einfach mal platt. Mein Gott. Man merkt vielleicht, ich blocke nicht gerne. Mann! Jungs. Ich werde es auf jeden Fall machen müssen. Später. Also eigentlich ist das ganze Spiel, glaube ich, echt okay vom Schwierigkeitsgrad her. Nur der Endboss ist halt echt knüppelhart. Aber wer weiß, vielleicht komme ich ja jetzt mal gut klar.
werden sehen. So, weg mit euch. Ist hier echt nichts, ne? Das ist einfach nur so ein kleiner Fun-Raum. Oh ne, man kann hier hoch. Nein, nichts gesagt. Verschwinde. Kann ich auch. Ah ja, ich kann auch Dreieck nach oben drücken. Dann muss ich vielleicht sogar hier hin. Ich gehe mal lieber erstmal gerade zurück. Weil ich auf jeden Fall hier runter kann. Und dann komme ich wahrscheinlich zur Kiste. Denke ich mal. Aua. Auch wenn mein Orientierungssinn mir eigentlich sagt, wir müssen nach rechts dafür. Aber vielleicht bin ich auch gerade durcheinander gekommen mit den Räumen. Ach komm. Ach komm, Jungs. Jungs. Ja, okay, ich habe mich geirrt. So, was haben wir hier Schönes? Das nächste Gorgon-Auge. Georgian Eye. Vanni und ich haben dann irgendwann einfach nur so komplett beschissene Wörter dafür benutzt. Mit George Auge und so eine Scheiße. Ja, ja. Funny, funny. Pass auf. Ich bin mir nicht sicher, wo ich jetzt lang muss. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Optionales verpasse, ne? Man will ja alles immer schön mitnehmen. Also ich zumindest. Kann man hier noch so ruff? Hier irgendwas... Ich kann da tatsächlich raufspielen. Oh Gott, wollte ich das? Kann ich hier mal lang? I mean, ist cool, aber es bringt mir halt absolut gar nichts, glaube ich, ne? Jetzt muss ich, glaube ich, schon wieder hier den Scheißweg da lang laufen. Oh, was habe ich getan? Wobei, ich kann da vielleicht zurück. Ah, immerhin. Okay. Okay, das war irgendwie unnötig. Position yourself next to the edge of the wall and press X to jump. Was? Position yourself next to the edge of the wall. Ach so, um rüber zu springen. Okay, ich muss ja tatsächlich hin. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Tür da, die wir unten noch gesehen haben, eh zubleiben würde und da nichts ist. Weg mit euch. Ball Grab auch nicht schlecht. Ja, irgendwie steht hier gerade scheiße. Bam! Der Wall Grab ist eigentlich eine schnelle Möglichkeit, mal eben alle zu killen. Also einfach One-Hit ist. Zumindest bei den Flap-Gegnern hier. Zack. Hey! Weg mit dir! So, zack, zack, weg. Ja, muss auch treffen, ne? Zack, weg. Zack, weg. Weiter nach rechts, oder hinten ist schon eine Schlacht. Die Schlacht um Athen. Weg. Mag ich. Kann ich auch nach unten? Nee. Nach unten schnell klettern kann ich natürlich nicht. Ich kann mich fallen lassen, aber das traue ich mir, um ehrlich zu sein, nicht. So ehrlich will ich sein. Ja, ja. Machen wir. Athene, glaube ich, die das gerade erzählt. Ich traue mich nicht, mich einfach fallen zu lassen. Geht auch gar nicht. Interessant. Ich will hier nicht runterfallen. Bitte kick mich nicht runter. Danke. Achso. R2 Spam ist bei der PS3 auch echt ein bisschen undankbar tatsächlich. Diese Fresse, die er gerade zieht.
Dann müssen wir, wo es weitergeht. Ich habe auch schon wieder ein bisschen Aua. Daher gib mir den Stoff, aus dem die Götter sind. Okay, ich kann ja einfach. Ich kann ja auch noch. Du sollst nicht daran klettern die ganze Zeit. Oh, da unten ist noch eine Kiste. Eine, die ich übersah. In meinem Versuch, alles mitzunehmen. Okay, hier ist auch noch eine Leiter. Nett. Get down! So, wo habe ich jetzt diese Kiste übersehen? Oh. Ultra simpel. Ich meine, sie bringt gerade absolut eh nichts, aber es ist ein bisschen Prinzip, ne? Ihr versteht schon, denke ich. Yippie! 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 So, danke, Kopf der Skulptur. Danke, weiß ich nicht, vielleicht ist es eine Zollstatue, ich weiß es nicht. Nee. Moment, können wir Feuer mit Feuer bekämpfen? Wie du das Gaze has no effect on Gorgon. Ja, okay. Das habe ich mir gedacht. Ah, Poseidons Rage hätte bestimmt einen Effekt. Oh oh. Oh, ich kann während der Animation nicht eingefroren werden. Super. Decapitating Medusa will always yield magic orbs. Schön. Gut, dass ich das gar nicht kontrollieren kann. Einfach so glücksabhängig ist, ob die richtige Animation kommt. Ja, wieder mal in die falsche Richtung gedrückt. Ich Dulli. Haha. Magische Dinge brauche ich echt mal wieder. Hoff. Sollte wir mehr mit dem Einfrieren spielen, weil das tatsächlich auch gut Orbs bringt. Ne, wo wir gerade davon reden. Boff, boff. Bam, bam. Also bei dir darf ich nicht, leider. Ich würde gerne, Moment. Hey. Bäh. Das ist jetzt räudig. Ich bin gleich wieder da. Hi. Ach komm. Ich hätte nicht gedacht, dass das zweimal schlägt. Oder dreimal. Genau, dich mal ganz schnell köpfen hier, damit ich schön Mana wieder kriege. Und jetzt einfach weg mit dir. Geilo. So, das... Das staubt hier doch schon so verdächtig rum. Machen wir es doch erstmal klein. Du auch. Aha. Jump and run. Nee, Jungs. Jungs. Schild. Eure Eier. Oh Gott. Ich brauche Erfahrungspunkte. Dann bin ich tot. Okay. Nee. Meine Fresse. Ja, ne? Ich muss aufpassen, ich bin gleich tot. Vielleicht können wir ihm mal Leben geben würden. Aber tun sie nicht. Oh, wie habe ich die Kombo gerade gemacht? Keine Ahnung, egal. So, verschwinde. Hoppala. Okay, ich lebe, aber die Frage ist, wie lange noch? Das ist eine Sache, die mir ein bisschen Angst macht. Und... Bam! Ach so. Ich muss von unten ran, ne? Ja, ja. Oh. Die könnte ich wahrscheinlich ignorieren. Mach ich aber nicht. Nicht mit mir.
Auch gestorben? Ja. Guck mal, haben wir sogar Leben gebracht. Alles richtig gemacht. Ach komm, ich darf nicht runterrutschen. Quick Jab. Oh. Ja. Die Animation ist super. Aber schön ins Gesicht treten. Das ist mein Jam. Der klettert so langsam. Der klettert gar nicht langsam. Ich glaube, es ist einfach wieder mein Stick, der keinen Rock hat. Ich verstehe das Problem. Schön abwechseln. So, links, rechts, links, rechts. Jetzt siehst du dich bitte. Danke. Kaputte Sticks sind doch scheiße. Warum gehen alle Controller bei mir in letzter Zeit kaputt? Das ist wirklich furchtbar. Also eigentlich nur PS4 und PS3, aber egal. Ein PS2-Controller so nach 20 Jahren so easy. Funktioniert auch 80 Jahren noch. Ah, ich habe jetzt mit Not noch einen PS3-Controller. Das Problem ist, dass der linke Stick schon so ein bisschen ausgenudelt war von Anfang an. Ein bisschen doof. Nicht so Bock drauf. Ich glaube, ich sterbe übrigens gleich. Ein bisschen Leben. Oh. Okay, mit Dreieck nicht da durchzubellen ist doch gar nicht so unstark. Oh. Nervig. Okay. Okay, nach unten und X muss ich drücken. Oh Gott. Leben. Danke. Ah, schön. Na, wer klopft denn hier an? Gucken wir erstmal hier. Ah. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, gell? Ja, ja, ja. Oh, oh. Ah, ich kann wieder laufen. Hier ist noch ein Speicherpunkt, ne? War hier ein Speicherpunkt? Hier war ein Speicherpunkt. Ja, nehmen wir den mal mit und mal gucken, wie lange ich noch kann. Weil wegen Folge bald beenden. Ob ich theoretisch noch ein bisschen weiterspielen könnte. Something is behind the door, but it seems to be reinforced. There must be another way to break it down. Stumpfgewalt ist es nicht. Aber wir haben da noch so einen lustigen, ne? Apparillo hier rumstehen. Ja, 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 ja. Ganz schön mächtige Armbrustpfeile, wenn ich das mal so sagen darf. Na, Jungs. Bisschen abhängen. Ich habe leider keine Mana mehr. Ein bisschen stressig. Aua! Kommt der Schlag her. Ich sehe nichts. Oh Gott. Ich will hier weg. Oh Gott. Die Übersicht hier ist aber auch echt mäßig. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe ja nicht mal, wenn mich wer angreift. Jetzt liegen alle, das ist gut. Okay. Flatsch. Greif ihn doch! Kratos! Danke. Oh, Leben.
So, und der letzte. Sehr schön. Dödem. Dödem. Oh, danke. Oh, Leben brauche ich gar nicht. Ich brauche Mana, Mann. Mana, Mann. Es gibt nämlich eine Rüstung später, also wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Beziehungsweise, ich glaube, in diesem. Oh, guck mal. Ich glaube, in diesem Titan-Mod. Oder nicht Titan-Mod. Es gibt ja noch irgendwie so eine Bonus-Challenge-Ding. Halt, separat vom Menü. Würde ich im Let's Play dann wohl nicht machen, sondern privat. Da schaltet man eine Rüstung frei, wo man unendlich Mana hat. Und ja, das ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend, warum dann 5 Stunden durchspielen easy ist. Weil dann gehe ich einfach die Gegner rein, spam die ganze Zeit Pusseln und Zorn, zack, 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 und dann alle in ein paar Sekunden weg. Das wird geil. So, warte mal. Bin ich gerade doch etwas. Oh, ich bin doch nicht verwirrt. Achso, jetzt bin ich. Ah, ne, alles gut. Ich habe mich nur selbst verwirrt. Was sagt die Zeit? Okay, die Zeit sagt eigentlich, die Folge ist rum. Dann gehe ich doch nochmal hoch. Und gehe speichern. Dann gehe ich speichern da oben nochmal und dann ist die Folge vorbei. Und nächstes Mal können wir dann ganz entspannt. Ich hoffe, ich komme jetzt hier überhaupt wieder runter, so easy. Ich habe das Gefühl, es geht nicht so gut. Oh, doch. Und dann geht es da unten weiter. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Noch ein weiter. So. Speichern. Nochmal. Wir können noch mal ganz schnell gucken, wie es eigentlich mit Erfahrungspunkten aussieht, wie viel ich da jetzt habe. Ah, ich glaube, wir haben noch nicht genug. Falsch. Hier muss ich hin. Oh doch, ich habe jetzt wieder 2000, Alter. Alter. Ich bin wirklich dazu, greater damage, new attacks. Ich finde es eigentlich mal ganz geil, die erstmal wirklich ein bisschen abzugraden. Machen wir auch. Njo, 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 njo. Weil mit denen kämpft man auf jeden Fall immer. Ich weiß auch nicht, was das maximale Level ist, um ehrlich zu sein. Okay, Zyklon des Chaos. Hier, L1 plus Viereck. Das ist nämlich, glaube ich, die Attacke, die ich meine. Zyklon of Chaos. Ja, meinetwegen auch. Spirit of Hercules. Veiler of Hercules. Aha. Hate is Revenge. Okay. Es ist zwar bei der Waffe, glaube ich, noch nicht so geil. Ja, schon ein bisschen. Später haben wir nämlich noch eine andere Waffe. Und dieser Angriff mit der anderen Waffe ist einfach komplett OP. Das schnellste Mal einfach nur noch so durch. Das ist der Wahnsinn. So, nochmal speichern. Man haben wir noch nicht oft genug gespeichert heute. So, dann sage ich auf jeden Fall mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und beim nächsten Mal geht es genau hier wieder weiter. Bye. Bis dahin. Ciao.